Aktuell steht im Erzgebirgskreis die Makers-Woche der offenen Unternehmen im Fokus der Berufsorientierung. Zudem richtet die Bergzeit am Dienstag ihren Fokus auf diese Themen. Wo Fäden zusammenlaufen, eine Ausstellung in Schwarzenberg. Wo Wasser spritzt, ein Schwimmwettkampf in Aue. Und wo Instrumente begeistern, ein Frühlingskonzert in Oelsnitz. Glück auf zur Sendung am Dienstag, dem 12. März. Wer heute draußen war oder auch nur aus dem Fenster geschaut hat, wird wissen, nach einem Märzwinter sieht es zurzeit gar nicht aus. Im Gegenteil, Frühlingswetter wie aus dem Bilderbuch. Ein Bilderbuch mit wunderbaren Motiven. Und die Frühblüher machen so manche Ansicht besonders sehenswert. Wir reden natürlich vom Erzgebirge. Erzgebirge ist, wo Skillar, auch Blausternchen genannt, im Frühjahr auf den Wiesen des Schlossparkes den Besucher entspannen lassen. Und Erzgebirge ist, wo eine Rallye immer wieder für spannende Motorsportmomente sorgt. Aktuell steht im Erzgebirgskreis die Makers-Woche der offenen Unternehmen im Fokus der beruflichen Orientierung. Überall strömen Jugendliche aus der gesamten Region in verschiedene Unternehmen, um echte Einblicke in vielfältige Berufsbilder zu gewinnen. Mehr als 300 Unternehmen öffnen ihre Türen. Mit über ca. 160 Ausbildungsberufen und etwa 70 praxisnahen Studiengängen spiegelt diese Woche die Vielfalt der beruflichen Möglichkeiten wider. Organisiert wird die Veranstaltung für Oberschüler ab Klasse 7 und Gymnasiasten ab Klasse 9 jährlich von der Wirtschaftsförderung Erzgebirge GmbH in enger Zusammenarbeit mit den Unternehmen und Schulen. Die Stadt Annaberg-Buchholz verzeichnet 2023 mit insgesamt 233.816 Besuchern in 11 Einrichtungen einen Anstieg um 11% im Vergleich zum Vorjahr. Die Manufaktur der Träume nahm eine besonders positive Entwicklung mit einem Zuwachs von 24% mehr Besuchern. Besonders die Winter- und Herbstferien sowie umfassende touristische Beratung trugen laut Stadtverwaltung zu diesem Erfolg bei. Der Frohnauer Hammer konnte gleichbleibende Besucherzahlen im Vergleich zum Vorjahr verzeichnen. Das Erzgebirgsmuseum mit Besucherbergwerk verzeichnete einen Zuwachs von 20%. 62% der Gesamtbesucher entfallen dabei auf das dem Museum angeschlossene Besucherbergwerk im Gößner mitten im Herzen der Stadt. In Annaberg-Buchholz wird zur Vollsperrung eines Teilstücks der B101 von April bis voraussichtlich November 2024 informiert. Aufgrund des Einbruchs eines Abwasserkanals sind umfangreiche Kanalarbeiten auf der Paulus-Jenisius-Straße notwendig, die eine weitere Vollsperrung der B101 zwischen Schlachthofplatz und Ernst-Schwertner-Straße bedingen. Für die Maßnahme findet am Donnerstag 18 Uhr eine Einwohnerversammlung im Rathaus Annaberg-Buchholz statt. Dort werden an Anwohner und Interessierte konkretisierte Informationen weitergegeben sowie Fragen beantwortet. Nach diesem Termin soll es seitens der Stadt Annaberg-Buchholz nochmals ein Update zu den geplanten Maßnahmen, Einschränkungen und Umleitungen geben.
In Lößnitz haben Unbekannte im Zeitraum vom 3. bis 10. März das Gelände eines Garagenkomplexes im Bereich der Schneeberger Straße, Straße der Einheit, betreten und in der Folge brachen sie das Tor einer Garage auf und entwendeten nach dem derzeitigen Kenntnisstand eine darin abgestellte Simson S51 sowie Ersatzteile und diverse Werkzeuge. Es entstand ein geschätzter Stehlschaden von insgesamt ca. 10.000 Euro. Der Sachschaden fällt mit etwa 100 Euro vergleichsweise gering aus. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Diebstahl im besonders schweren Fall aufgenommen. In der Auer Schwimmhalle wurde im Rahmen der Erzgebirgsspiele des Kreissportbundes der erste von insgesamt 4 Vorkämpfen im Schwimmen ausgetragen. In jedem Altlandkreis gibt es einen solchen Wettkampf. Philipp Epperlein, sportlicher Leiter bei den Schwimmern des FC Erzgebirge Aue, freut sich über jeden Starter, der den Wettstreit in über 13 Disziplinen sucht. Bei uns aus dem Altlandkreis sind also der SV Schneeberg, der DLRG Wasserrettungsdienst Bad Schlema, eine Grundschule Dürrer in Aue sowie wir als ausrichtender Verein des FC Erzgebirge Aue. Wir haben auch die größte Mannschaft mit knapp 60 Sportlern, ganz gefolgt von dem SV Schneeberg. Interessant dabei ist, dass dieser Wettkampf als Brückenschlag dient zwischen leistungsorientierter Sport und Freizeitsport. Das heißt, hier treffen die Sportler, die sonst bei internationalen Wettkämpfen für den SV Schneeberg oder bei uns den FC Erzgebirge Aue in Dänemark oder Berlin, Solingen, Kiel starten, mit Sportlern zusammen, die das als Freizeitsport machen, die von ihrer Schule delegiert worden sind, weil sie Talent haben. Und natürlich hofft der Kreissportbund genauso wie wir, dass die Sportler, die noch nicht bei uns im Verein sind, dann den Weg zu uns finden und dann eine tolle Freizeitaktivität haben. Vielleicht auf dem Weg sich begeben zum nächsten Olympiasieger. Nachdem alle Vorkämpfe vorüber sind, treffen sich die besten Sportler Anfang Juni erneut in Aue. Denn hier wird auch das Finale durchgeführt. Zudem wartet, zum Beispiel auf die Auer Schwimmer, ein anspruchsvolles Wettkampf- und Trainingsprogramm. Es ist ein Wettkampfstart nach einer langen Wettkampfspause. Wir sind jetzt dicht gefolgt. Nächste Woche sind die Auer Schwimmer dann zu den Landesmeisterschaften in Leipzig on Tour. Eine Woche später bei einem Wettkampf in Chemnitz. Dann haben wir unser traditionelles Ostertrainingslager mit Osterwanderung, was im Anschluss ist. Und dann geht es schon los, dass die Bezirksmeisterschaft und der internationale Wettkampf in Dortmund stattfindet. Und 2 Wochen darauf sind wir schon im dänischen Esbjerg, wo es dann beim weltgrößten Vereinsschwimmfest um viele neue Bestzeiten mit viel Glück vielleicht auch Plätze im Finale geht und die ein oder andere Medaille vielleicht auch. Weiter mit Sport in Aue. Die Basketballer der BSG Wismut Aue wollen am 31. Mai mit Unterstützung der Stadt Aue-Bad Schlema und der Volksbank Chemnitz den Basketballplatz an der Lößnitzer Straße mit einem Streetball-Turnier eröffnen. Wer zwischen 14 und 16 Jahre alt, Streetball begeistert und vor allem treffsicher ist, kann sich mit seinem Team bis zum 5. April für dieses Event zur Teilnahme anmelden. Die Modernisierungs- und Erweiterungsarbeiten im Gesundheitsbad Actinon gehen planmäßig voran. Aktuell stehen die komplette Saunalandschaft, die Sohlewelt mit Schwebebecken und Sohleinhalation, das beheizte Schwimmerbecken im Außenbereich, die Wellnessoase sowie der Therapiebereich den Gästen zur Verfügung. Die Bestandsbecken der Badelandschaft, das Badcafé, das Vitalbad im Badbereich sowie der Umkleide- und Duschbereich im ersten Untergeschoss unterliegen derzeit den Modernisierungsmaßnahmen. Es erfolgt die komplette Erneuerung der Badewassertechnik sowie aller Oberflächen der bestehenden Infrastruktur. Um Interessenten einen genaueren Überblick über den Stand der Baumaßnahmen zu geben und Fragen zu beantworten, wird am Mittwoch, dem 20. März, 10 Uhr eine Baustellenführung zum Unkostenbeitrag von 2 Euro pro Person angeboten. Da die Teilnehmerzahl auf 20 Personen begrenzt ist, ist eine Voranmeldung dringend erforderlich.
Die Wiedereröffnung der Becken ist für Oktober dieses Jahres geplant. So, und jetzt schauen wir auf den Spielplan des Eduard-von-Winterstein-Theaters in Annaberg-Buchholz. Da ist die nächste Vorstellung am Freitag, 19.30 Uhr. Da ist Beginn nämlich für das Musical Dr. Doolittle von Leslie Bricusse nach den Geschichten von Hugh Lofting und dem Film der 20th Century Fox. Einen Tag später hat auch 19.30 Uhr die Drei-Groschen-Oper Premiere. Die 40. Auflage des Klöppel-Spitzenkongresses des Deutschen Klöppelverbandes wird vom 5. bis 7. April 2024 in Schwarzenberg stattfinden. Bereits jetzt stimmt eine Sonderausstellung im Schwarzenberger Museum Perla Castrum, ein Schloss voller Geschichte, darauf ein. Die Schau zur Schwarzenberger Klöppelgeschichte ist mit »Einfach Spitze, in Schwarzenberg laufen die Fäden zusammen« überschrieben. Der Besucher der Schau erfährt unter anderem, dass im 17. und 18. Jahrhundert die Hauptblütezeit der erzgebirgischen Spitzenproduktion war und sich neben Annaberg auch Städte wie Schwarzenberg, Schneeberg und Scheibenberg zu deren Zentren entwickelten. Interessant auch, 1982 wurde in Schwarzenberg mit der Einführung des Ausbildungsberufes Handklöppler ein weiteres Novum geschaffen. Zu sehen ist die Sonderausstellung bis 26. Mai, immer von Dienstag bis Sonntag in der Zeit von 10 bis 17 Uhr. Zum Klöppelspitzenkongress in 3,5 Wochen warten in Schwarzenberg dann weitere Ausstellungen, dann welche des Deutschen Klöppelverbandes im ganzen Stadtgebiet zum Thema Torchonspitzen im Wandel der Zeit auf Besucher. So wie das Klöppeln zum Erzgebirge gehört, ist es auch mit der Blasmusik bestellt. Guter Grund, das Thema mal wieder aufzugreifen. Draußen vor der Stadthalle im erzgebirgischen Oelsnitz zeigen sich am vergangenen Sonntag die Krokusse. Recht so, denn drinnen im vollen Saal erklingt ein Frühlingskonzert. Das Bergmusikchor Glück auf Oelsnitz lädt jedes Jahr aufs Neue dazu ein. Sie sind Musikliebhaber? Wer sich mit den Blasorchestern im Erzgebirge auskennt, wird bemerkt haben, dass die Oelsnitzer Blasmusikanten bei ihrem diesjährigen Frühlingskonzert musikalische Unterstützung hatten. Hautnah zu erleben war zusätzlich das Bergmannsblasorchester Aue-Bad Schlema. Thilo Nüssler, seit über 30 Jahren Vereinsvorsitzender und Dirigent der Oelsnitzer Blasmusikanten, Glück auf, beschreibt das Zusammentreffen im einstigen Steinkohlerevier zum Saisonauftakt so. Wenn wir in die frühere Zeit gehen, noch zu DDR-Zeiten, waren sehr viele Musiker von Aue-Bad Schlema bei uns im Schachtorchester mit vertreten. Nach der Wende wurde das etwas weniger und bis dann die alten Kollegen nicht mehr spielen konnten. Und nun haben wir uns eigentlich 4 Jahre nur zu den Bergbaraden getroffen. Aber die Einladung von uns hat mir sehr viel Spaß gemacht, dass sie im Prinzip zugesagt haben, zu uns zu kommen. Und das gemeinsame Musizieren war sicher nicht nur für die zahlreichen Gäste in der Stadthalle Oelsnitz eine tolle Sache. Das Bergmanns Blasorchester Aue-Bad Schlema nutzte das Gastspiel im Oelsnitz-Erzgebirge, die begeisterten Frauen und Männer im Saal zum Europäischen Blasmusikfestival am 3. September-Wochenende in ihre Stadt einzuladen. Und auch die Musiker denken schon an die große Veranstaltung. Das ist natürlich der absolute Sache für uns, in Schlema mit dabei zu sein. Sie haben uns eingeladen dazu und da freuen wir uns ganz sehr. Bis dahin sind beide Klangkörper nach dem gemeinsamen Frühlingskonzert aber noch bei vielen weiteren Veranstaltungen zu hören.
Jetzt heißt es zu Zettel und Stift greifen. In dieser Woche haben wir ein kleines Rätsel in unserer Sendung. Gestern haben wir da schon ein historisches Gebäude in Schlettau gezeigt. Anschließend wollten wir wissen, ob das R wie Reuterhaus, S wie Siedlerhaus oder T wie Täumerhaus heißt. Die richtige Antwort ergibt den ersten Buchstaben für unser Lösungswort. Den zweiten bekommen Sie, wenn Sie jetzt wieder mitmachen. Wir suchen ein Lösungswort mit 5 Buchstaben. Heute Frage Nummer 2. Wie heißt der 1018 Meter hohe Berg im Erzgebirgskreis, auf dem sich dieser steinerne Turm befindet? Der Aussichtsturm wurde bereits 1860 für touristische Zwecke erbaut. Im Sommer 2019 übergab der Naturpark Erzgebirge Vogtland auf dem gesuchten Berg einen neuen Infopunkt. Dieser besteht aus mehreren Tafeln im und vor dem Turm mit Infos zur grenzübergreifenden Region um den gesuchten Berg. Heißt der Berg mit dem Aussichtsturm A wie Auersberg, B wie Bärenstein oder C wie Kallenberg? Der Anfangsbuchstabe des Berges ist der zweite Buchstabe unseres Lösungswortes. Morgen gibt es eine weitere Frage. Viel Spaß beim Miträtseln. Sie haben es gehört, morgen gibt es eine weitere Frage und da die nächste Bergzeit, die am Mittwoch ist, dürfen Sie doppelt mitraten, denn mittwochs heißt es bei uns bekanntlich. Wann war das? Und auch morgen suchen wir wieder ein bestimmtes Jahr. Zudem berichten wir von einer Geburtstagsfeier an einer Schule in Oelsnitz und haben natürlich noch die aktuellen Nachrichten für Sie. Ich hoffe, wir sehen uns. Glück auf! Design, Beratung, Realisierung, Hosting. Ja, alles fürs Web. Und die IT dahinter? Klar, ne? Beratung, Installation, Sicherheit, Service, Support. Aus einer Hand? Natürlich. Und einen Shop. Einen Shop brauche ich auch. Machbar, ne? Und sogar in 3D. Denkarbeiter. Denken und Arbeiten. Denken beim Arbeiten. Ja, gibt's nicht oft. Digital, alles digital. 30 Jahre Erfahrung. Na dann, die kommen sogar ins Haus. Cool. Und sind bei Facebook. Like. Instagram. Like. Denkarbeiter, eine Marke der Kabeljournal GmbH. Web und IT aus einer Hand. Macht Sinn. Like. Machen Sie den Dienstag zu Ihrem Glückstag. Mit Pay and Win Ihrer Sparkasse haben Sie jede Woche die Chance auf bis zu 3000 Euro. Die Teilnahme an Pay and Win kostet Sie nichts. Gehen Sie einfach auf payandwin.de. Registrieren Sie sich mit Ihrem Sparkassenkonto und bezahlen Sie so häufig wie möglich bargeldlos. Und schon nehmen Sie automatisch jede Woche an der Gewinnziehung teil. Pay and Win. Ganz schön clever. Kennen auch Sie das Gefühl, wenn die Gelenke schmerzen, jede Bewegung zu viel wird? Möchten wir nicht alle fit und gesund bleiben bis ins hohe Alter? Aus diesem Grund nehme ich Rosaxan mit den Inhaltsstoffen Hagebutte, Brennnessel, Teufelskralle und Vitamin D. Das stärkt meine Knochen, meine Gelenke, meine Muskulatur. Ich fühle mich gut mit Rosaxan. Die Hagebutte hemmt Entzündungen und fördert die Kollagenbildung. Rosaxan zum Diätmanagement bei Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose. 100% natürlich. Fragen Sie in Ihrer Apotheke oder Ihrem Reformhaus. Wir haben dafür gesorgt, dass sie in Verbindung bleiben. Dass unsere Kinder weiterlernen können. Dass sie ihre Geschäfte erledigen können. Wir haben sie entspannen lassen. Spielen lassen. Haben Spaß gebracht und manche Langeweile bekämpft. Dafür haben wir uns richtig krumm gemacht. Für Highspeed-Internet bei Ihnen zu Hause. Über Ihr Fernsehkabel mit KM3. Bestellen Sie jetzt Ihren Anschluss an die Zukunft. Mit KM3. Verfügbarkeit, Beratung, Tarife und Bestellung auf km3.de
per Telefon oder bei einem unserer Servicepartner vor Ort. KM3 – Ihr Anschluss an die Zukunft.